auf Arte. Die Türkei pendelt zwischen gestern und morgen, zwischen Erhalt und Aufbruch, im Konflikt zwischen West und Ost. Aber wo stehen die Menschen? Welche Hoffnung, welche Ängste begleiten sie? Abenteuer Türkei wagt einen Blick auf das Heute und zeigt das Land mit seinen Herausforderungen in einem neuen Licht. Die Türkei mit ihren 75 Millionen Einwohnern liegt zwischen Europa und Vorderasien und verbindet zwei Kontinente miteinander. Wir erkunden Istanbul, die Metropole am Bosporus. Hier treffen Abend- und Morgenland aufeinander. Der Kız Kulesi ist eines der kleineren Wahrzeichen von Istanbul. Um den Mädchenturm ranken sich allerlei Mythen. Angeblich hat ein Sultan seine Tochter auf der winzigen Insel versteckt, um sie vor einem Schlangenbiss zu schützen. Umsonst. Die Schlange kam in einem Obstkorb. Offiziell leben in der größten türkischen Stadt 14 Millionen Menschen. Inoffiziell sind es 17. Dazu kommen jährlich über 10 Millionen Touristen in die Metropole am Bosporus. Sie alle wollen den Hauch der über 2500 Jahre alten Geschichte einatmen. Einer, der täglich in diesen Genuss kommt, ist Ufuk Doğan. Jeden Morgen fährt der Fischer vor einer der schönsten Kulissen der Welt zu dem beliebtesten Anglerrevier im Bosporus, direkt vor dem Goldenen Horn. Auf der Halbinsel, die zum europäischen Teil der Stadt gehört, lag der wichtigste Hafen im ehemaligen Konstantinopel. Ufuk Doğan ist 67 und Rentner. Mit dem Fischfang verdient er sich ein Zubrot. Die staatliche Rente hat sich den wachsenden Preisen der boomenden Stadt nicht angepasst. Trotzdem kann Ufuk sich nicht vorstellen, an irgendeinem anderen Ort der Welt zu leben. Ich liebe Istanbul und ich liebe das Meer. Istanbul ist etwas ganz Besonderes, eine wunderbare Stadt. Während die Stadt immer voller wird, wird der Bosporus immer leerer. Gemütlich an einer Position verharren, das war gestern. Heute wird hier um jeden Fisch gekämpft. Es sind schon lange nicht mehr genügend für alle da. Es sind weniger geworden. Von Tag zu Tag wird der Zustand des Meeres immer schlechter. Das liegt an den großen Fischereiflotten. Sie fügen dem Meer Schaden zu. Aber es wird nichts dagegen gemacht. Und es wird auch immer so weitergehen. Jeden Tag werden die Fische weniger. Aber ich rege mich nicht auf. So ist das mit dem Meer. Und mit dem Meer kann man niemals verhandeln. In der Regel fängt Ufuk zwischen 10 und 20 Fische pro Tour. Die Krönung sind Rotbarben. Sie bringen am meisten Geld. Aber meistens hängen nur kleine Blaufische am Haken. Ob auf dem Wasser oder an Land, Angeln ist in Istanbul ein Volkssport. Auf der Galata-Brücke, die den europäischen Stadtteil Beyoğlu mit Eminönü auf dem Goldenen Horn verbindet, ist jeder Standort heiß umkämpft. Auch sonst ist es schwierig, in Istanbul ein ruhiges Plätzchen zu finden. Die Menschen kommen aus allen Ecken des Landes in die größte Stadt der Türkei. Wer, wie diese jungen Männer, einen Arbeitsplatz gefunden hat, schätzt sich glücklich. Der ältesten und bekanntesten Kaffeerösterei der Türkei, Kuru Kahveci Mehmet Efendi, werden die Kunden auch in den nächsten 100 Jahren nicht ausgehen. Ihr Gründer, Mehmet Efendi, führte im Jahr 1871 den fertig gerösteten Kaffee in der Türkei ein.
Davor war es üblich, die Bohnen roh zu kaufen und daheim zu rösten. Jeden Tag bilden sich lange Schlangen vor dem Geschäft, das am Eingang des ägyptischen Bazars im Stadtteil Eminönü liegt. Auch Gülriz Eğilmez kauft bei Efendi. Die Mokka-Expertin macht sich für die türkische Kaffeekultur stark, die 2013 von der UNESCO zum immateriellen Weltkulturerbe erklärt wurde. Ein Mokka gehört ebenso zum türkischen Alltag wie der obligatorische Tee. Eigentlich kann man Mokka immer trinken. Wir alle trinken diesen Kaffee, mindestens einen am Tag. Und natürlich zu besonderen Anlässen, die mit unseren Traditionen zu tun haben. Zum Beispiel gibt es Mokka vor der Verlobung, wenn um die Hand der Tochter angehalten wird. Allein die Mokka-Zubereitung gleicht einer Zeremonie, die noch in einigen Kaffeehäusern Istanbuls nach altem Vorbild betrieben wird. Danach wird der Kaffee in von Feuer erhitztem Sand gleichmäßig erwärmt. Das sorgt für ein ausgewogenes Aroma. Erst wenn der Siedepunkt erreicht ist, wird er in die Tasse umgefüllt. Als Händler 1554 den ersten Kaffee aus Syrien in diese Region brachten, wurden hier die ersten Kaffeehäuser eröffnet. Damit entstand auch erstmals ein öffentlicher Ort, außer dem Markt und der Moschee, an dem man sich treffen konnte. Dort wurde Konversation betrieben, diskutiert und es wurden Ideen ausgetauscht. Mit dem Mokka, bei dem der Kaffee nicht gefiltert, sondern direkt aufgebrüht wird, eroberte auch eine zweite Kultur die türkische Gesellschaft. Das Kaffeesatzlesen. Das erfreut sich in Istanbuls Kaffeehäusern größter Beliebtheit, inzwischen gerne unterstützt durch Tarotkarten. Die eigentlichen Schicksalsfragen werden aber aus dem Mokka-Satz beantwortet. Der Kaffee wird in kleinen Schlückchen getrunken. Irgendwann hat sich mal jemand überlegt, dass man die Tasse umdreht. Und daraus entstand dann diese Tradition. Das ist etwas typisch Menschliches, der Glaube an Geister oder Übersinnliches. Das hat mit Schamanismus zu tun. Es dauert ein paar Minuten, bis sich der Kaffeesatz gelöst hat und in der Tasse ein Muster hinterlässt. Der Ring auf der Tasse soll Energie aussenden und zur schnelleren Abkühlung beitragen. Einmal in der Woche geht die Mokka-Expertin in das Café, um sich in Zukunftsfragen beraten zu lassen. Den Kaffeesatz kann man nur mit türkischem Kaffee lesen. Der Satz, auch Telve genannt, bleibt, nachdem man die Tasse gestürzt hat, hängen. Das hinterlässt dann Motive. Das würde ja mit einem normalen Kaffee gar nicht gehen. Ich kann jetzt keine großen Veränderungen in deinem Leben erkennen. Es sieht eher statisch und rituell aus. Verstehst du? Das Kaffeesatzlesen ist eine Mischung aus Intuition und Symboldeutung. Es ist definitiv etwas, woran eher Frauen glauben. Sich wahrsagen zu lassen, ist in der türkischen Gesellschaft tief verankert. Das entscheidet jeder für sich allein. Aber manchmal gehen auch Männer zum Kaffeesatz lesen. Die Frauen wollen meistens wissen, ob der Mann, den sie kennengelernt haben, der richtige ist. Werde ich heiraten oder nicht? Werde ich Kinder bekommen? Ich gehe eigentlich nie mit einer konkreten Frage hierher. Etwa 100 Jahre vor dem gerösteten Kaffee eroberten im Jahr 1453 die Osmanen das ehemalige Konstantinopel. Zum Zeichen seiner Macht ließ Mehmed II. Den Topkapı-Palast auf der Spitze des Goldenen Horns errichten. Was damals Paläste waren, sind heute verglaste Wolkenkratzer. Die Megacity boomt und dem Wandel in die Moderne passen sich auch die Einwohner an. Wer sich auch bei der Partnersuche nicht mehr allein auf Traditionen verlassen will, wandelt auf neuen Pfaden. Manchmal direkt in das Fernsehstudio von Flash TV. Jeden Wochentag von 9 bis 13 Uhr begrüßt Moderatorin Hülya Boskaya Heiratswillige auf der Suche nach einem passenden Partner. Günaydın, Hülya abla. Nasılsın?
Die Show wird im ganzen Land ausgestrahlt und gehört zu den beliebtesten Programmen in der Türkei. Jeder darf hier aus seinem Leben erzählen und seine Vorstellungen über seinen Traummann oder seine Traumfrau zum Besten geben. In unsere Show kommen ganz unterschiedliche Menschen. Viele haben schon einiges erlebt. Da ist ein Partner einfach verschwunden oder gestorben. Manche waren schon mehrmals verheiratet. Wer hierher kommt, hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Ich höre mir jeden Tag eine andere spannende Lebensgeschichte an. Und das ganze Land hört zu. Interessenten werden per Telefon direkt ins Studio zugeschaltet. So können die Kandidaten schon mal einen ersten unverbindlichen Eindruck gewinnen. Eine Psychologin steht den einsamen Herzen mit Rat und Tat zur Seite. In der Öffentlichkeit alleine jemanden kennenlernen, das geht bei den meisten aus Gründen der Sittlichkeit nicht. Die Menschen vertrauen mir und kommen in diese Show. Wenn ich einen Anwärter finde, freue ich mich genauso wie Sie darüber. Für die Jüngeren ist die Partnersuche leichter. Ab einem gewissen Alter ist das wirklich schwierig. Aber sie wollen nicht alleine sein. Nebenbei darf jeder zeigen, was er sonst noch drauf hat. Hinten warten schon die neuen Kandidaten, die gleich auf die Bühne kommen. Alle teilen die Hoffnung auf das große Glück. Auch die 54-jährige Sultan Cham wünscht sich, durch die Show fündig zu werden. Sie lebt schon seit 20 Jahren allein. Die Witwen in der Türkei haben es schwer. Ich habe seit 20 Jahren keinen Strand mehr gesehen. Fahre nicht in den Urlaub. Ich liebe die Türkei, aber es ist schwer, hier zu leben. Ich möchte nicht klagen, aber die Großen dieses Landes denken nicht an uns. Im Jenseits werden sie dafür bestimmt gerade stehen müssen. Wir Witwen in der Türkei leben nicht wirklich. Das ist die Realität. Zwar hat die türkische Regierung viel für die Gleichstellung von Mann und Frau getan, so wurde 2011 beispielsweise die gesetzlich festgelegte Rolle des Mannes als Familienoberhaupt aufgehoben. Aber die Wirklichkeit sieht oft noch anders aus. Viele, vor allem ältere Frauen, werden weiterhin von Männern dominiert. Aber ohne Mann führen sie ein gesellschaftliches Schattendasein. Um dem zu entfliehen, offenbaren sie ihre Sehnsüchte im Fernsehen. Der Mann meiner Träume, wenn er so einigermaßen gut aussehen würde, wäre das schon ganz schön. Er darf älter sein oder aber gleich alt wie ich. Er kann auch ein, zwei Jahre jünger sein, aber älter würde ich vorziehen. Er soll freundlich und lustig sein und gerne Musik hören. Einen Tag in der Woche würden wir dem Beten widmen. Die anderen Tage machen wir, was wir wollen. Er darf einen Schnurrbart haben, aber keinen Vollbart. Meldet sich ein Anwärter, der überzeugt, wird er ins Studio eingeladen. Die Live-Show hat in den letzten 8 Jahren über 250 Paare zusammengebracht, die dann geheiratet haben. Für Sultan hat heute keiner angerufen. Aber sie gibt die Hoffnung nicht auf und wird morgen wiederkommen. Inshallah, ich hoffe, mein Traum wird wahr. In Istanbul zu leben heißt auch überleben. Durch die Popularität der Stadt haben die Preise kräftig angezogen. In Sachen Mieten liegt Istanbul auf Platz 19 der Weltrangliste, direkt nach New York. Rentner wie Ufuk nutzen ihre Freizeit, um ein paar Lira nebenbei zu verdienen. Manchmal sinken die Preise auf 25 oder 20 Lira pro Kilo, manchmal steigen sie auf 35. Das hat mit dem Wetter zu tun. Wenn es warm wird und es wenig Fisch gibt, dann steigt die Nachfrage. Der Markt verändert sich täglich. Die Preise bleiben nie stabil. In der Regel bekommt Ufuk 10 Euro für ein Kilo Fisch.
Meist verkauft er seinen Fang an die Händler auf dem Fischmarkt in Karaköy. Aber er hat auch ein paar direkte Abnehmer, wie die Restaurantbesitzerin Bitül. Die kauft am liebsten fangfrisch und Ufuks Ausbeute kommt ihr heute sehr gelegen. Für den Abend hat sich das Produktionsteam von Flash TV bei Bitül zu einem Produktionsessen angesagt. Und dazu wird auf jeden Fall frischer Fisch serviert. Zwei Brücken überspannen den Bosporus und verbinden die europäische Seite der Stadt mit der asiatischen. Zu wenig für die Pendler, zu den Stoßzeiten morgens und abends staut sich der Verkehr oft kilometerlang. Eine dritte Brücke soll Ende 2015 in Betrieb genommen werden. Umweltschützer protestieren dagegen. Sie plädieren dafür, dass die Infrastruktur im öffentlichen Verkehr verbessert wird. Rund 35% der Bewohner Istanbuls leben auf der asiatischen Seite, wo es deutlich gemächlicher und traditioneller zugeht. Kaum ein Tourist verirrt sich hierher, hier bleiben die Menschen unter sich. In dem Stadtteil Ümraniye hat die Designerin Ayşen Özen ihre Boutique. Hier tragen viele Frauen halal, das heißt, sie kleiden sich entsprechend ihres Glaubens. Wenn es nach Ayşen ginge, könnten die Outfits etwas flotter sein. In der Halal-Mode hat der religiöse Glaube Vorrang. Die Mode wird von gewissen Regeln bestimmt. Im Halal bevorzugen wir Kleidung, die unsere Körperkonturen nicht deutlich zeigt. Das gibt uns unser Glaube so vor. Das heißt, lange Röcke, Tuniken, lange Tuniken mit Hosen, aber Hosen, die nicht figurbetont sind. Das ist unsere Kleidung. Zusammen mit 5 Angestellten entwirft und schneidert Ayşen Özen ihre Kreationen. Angefangen hat alles mit ihrer eigenen Garderobe. Die Designerin hat in normalen Geschäften einfach nichts gefunden, das zwar konservativ, aber trotzdem zeitgemäß war. Kurzerhand hat sie sich ihre Kleider selbst genäht. Die fanden allerorts Anklang und Ayşen traute sich, ihre erste eigene Linie zu entwerfen. Unsere Zielgruppe sind eigentlich mehr die jüngeren Frauen, die am modernen Leben teilnehmen, die also arbeiten oder studieren. Oft haben sie es schwer, Kleidung für ihren Alltag zu finden. Wir machen aber auch Kleider für besondere Anlässe. Also insgesamt für Frauen, die Halal tragen wollen, aber eben etwas moderner sind. Ayşen hatte das richtige Gespür. Denn auch traditionelle Frauen legen Wert auf ihr Äußeres und wollen mit der Zeit gehen. Ich verfolge natürlich die Trends auf der ganzen Welt. Das machen auch andere Halal-Designer. Wir schauen, welche Farben gerade in Mode sind, damit man die Teile auch kombinieren kann. Natürlich haben wir da Grenzen, das ist eben aus religiöser Sicht so. Wenn ich eine Frau sexy zeigen würde, dann wäre das auch für mich kontrovers. Ich möchte ja Mode machen, die zu unserem Glauben passt. Die geografische Lage Istanbuls in der Meeresenge zwischen Mittelmeer und Schwarzem Meer hat die Stadt seit jeher zu einem begehrten Handelszentrum gemacht. Schon 660 vor Christus siedelten hier Griechen. Als Byzantion schloss sich die umkämpfte Stadt später dem Römischen Reich an. 400 Jahre war Ruhe, dann wollte der römische Kaiser Konstantin der Große im Jahr 330 im Osten ein zweites Rom errichten. Konstantinopel wurde geboren. Während das Weströmische Reich dem Untergang entgegentaumelte, florierte das Byzantinische Reich und mit ihm seine Hauptstadt. Im 6. Jahrhundert war Konstantinopel wirtschaftliches, kulturelles und religiöses Zentrum der westlichen Welt. Eindrucksvoll dokumentiert durch die Hagia Sophia.
Die einst mächtigste Kirche des frühen Christentums gilt wegen ihrer prachtvollen Innenausstattung und ihrer Mosaiken als achtes Weltwunder. Nachdem die Osmanen Konstantinopel 1453 eroberten, ließ der damalige Sultan Mehmed die Kathedrale zur Moschee umbauen. Die Mosaiken wurden aufgrund des Bilderverbots im Islam mit kalligraphischen Schriften übermalt. Die Kunst des Schönschreibens hat einen hohen Stellenwert in der türkischen Kultur, den die Brüder Ömer und Muhammed Baştar erhalten wollen. Auf dem Goldenen Horn betreiben sie ein Atelier, in dem sie einerseits ihre Kunst pflegen und andererseits Aufträge von Einheimischen und Touristen entgegennehmen. Als Muhammed und ich bei unserem Meister angefangen haben, da waren wir noch Kinder, gerade 12 Jahre alt. Es war ein Vorteil, dass wir beide zusammen den Kurs belegt haben. Das hat zu einem Wettbewerb zwischen uns geführt. Ich habe gesagt, dass ich meine Hausaufgaben besser mache. Und Muhammed fand, dass seine besser waren. Durch diesen Wettbewerb haben wir beide sehr viel gelernt. Wir haben pro Tag manchmal bis zu 10 Stunden Schreibübungen gemacht. Im Osmanischen Reich war die Kalligraphie die bedeutendste Ausdrucksform. Die arabische Schriftkunst diente vor allem der Niederschrift von Texten, insbesondere des Korans. Die Einführung des lateinischen Alphabets durch Atatürk 1928 begründete eine neue Zeichensprache. Aber die tiefere Bedeutung ist geblieben. Das Wesen der Kalligraphie besteht in der Wiederholung. Sie ist da, um dem Islam zu dienen, sagte einst ihr Begründer Kalif Ali. Das Wichtigste ist, dass wir unsere Gefühle auf das Papier übertragen können. Mein Bruder Ömer und ich, auch wenn wir Geschwister sind, haben beide eine sehr unterschiedliche Schrift. Er empfindet eben anders als ich. Wie wir schreiben, ist auch sehr von unserem Seelenzustand abhängig. Unsere Meister haben uns immer gesagt, wenn ihr besonders fröhlich seid oder besonders traurig, wenn ihr Hunger habt oder überfressen seid, dann schreibt nicht. In einem ruhigen und ausgeglichenen Zustand zu arbeiten, lässt die Schrift am schönsten aussehen und besonders ästhetisch. Während Ömer sich auf die lateinische Kalligraphie konzentriert, schreibt Muhammed Arabisch. Von rechts nach links und mit einer Feder. Ob bei einer Auftragsarbeit oder im künstlerischen Prozess, die Brüder versuchen stets, die Schönheit ihrer Schrift zu verbessern. Ich denke, dass ich meinem Bruder einen Schritt voraus bin. Denn während ich schreibe, kann ich live auch Musik hören. In diesem Wettbewerb habe ich bessere Bedingungen als Muhammed. Leider weiß Ömer nicht, dass die Musik in der Stille liegt. Auch Mokka-Expertin Gülriz ist ein Fan der Kalligraphie. Sie hat sich bei Ömer und Muhammed das Bild bestellt, das sie eben erstellt haben. Es erzählt etwas über die Kaffeekultur. Merhaba, Gülriz, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz efendim? Sağ olun. Sizin siparişinizi hazırladım. So wie der Mokka ist auch die Kalligraphie tief in der türkischen Gesellschaft verankert. Şimdi efendim görüyorsunuz. Bu kıvrımlar, bu yazı estetiği, vallahi başka bir yerde bulamazsınız böyle bir şey. Bu da yani Türk kahve. Es gibt viele Sprichworte, die die türkische Kaffeekultur beschreiben. So etwas wie an manch einen Kaffee erinnert man sich 40 Jahre lang. Oder das Herz begehrt weder Kaffeehaus noch Kaffee. Das Herz begehrt das Gespräch zu dem Kaffee.
Das Bild will Gülriz ihrem Lieblingscafé spenden, zum Dank für die vielen Prophezeiungen, die sie von dort mitgenommen hat. Istanbul scheint niemals zur Ruhe zu kommen, schon gar nicht nach Feierabend. Denn dann geht's erst richtig los. Rund um den Galata-Turm im gleichnamigen Viertel locken Bars und Restaurants. Das Nachtleben in der Metropole vibriert, ganz gleich, ob es regnet oder stürmt. Auch Hülya von Flash TV will heute feiern. Sie hat ihr gesamtes Team zu einem Fasselabend im Betül's Restaurant Nevzade im hippen Stadtteil Beyoğlu eingeladen. Zu so einem Abend gehören die berühmten türkischen Vorspeisen, Meze genannt, genauso wie frischer Fisch. Wichtigstes Getränk, Rakı. Der Anis-Schnaps ist für den Abend, was der Mokka für den Tag. Ein Grund, sich mit Freunden zu treffen, sich zu unterhalten und das Leben zu feiern. Noch während des Essens beginnt das, was einen Fasselabend ausmacht. Der Fassel. Eine Kombo stimmt klassische türkische Rhythmen aus den 50er und 60er Jahren an, die alle, wirklich alle Istanbuler kennen. Besungen wird die Sehnsucht nach Istanbul und die türkische Seele. Der Fassel vereint die Menschen über die Tische hinweg, er fordert zum Tanz auf und lädt zur Verbrüderung ein. Und während hier bis in die frühen Morgenstunden gefeiert, getanzt und gegessen wird, macht Ufuk sich schon wieder auf seine Tour. Nach dem Fasselabend ist vor dem Fasselabend. Der frühe Morgen ist die einzige Zeit der Stille in Istanbul. Diese Stimmung aus Ruhe und goldenem Licht, bevor die Menschenmassen erneut die Stadt in einen brodelnden Kessel verwandeln, bildet eine schillernde Kulisse für Werbeaufnahmen. Modedesignerin Ayşen hat ein paar Models engagiert, die ihre neuesten Entwürfe vorführen. Reklame ist auch in der Halal-Mode wichtig. Ayşen wirbt vor allem im Internet. Wir kommunizieren hauptsächlich über die sozialen Medien. Darüber verbreiten wir unsere Kreationen. Wir finden unsere Mode nach unseren Maßstäben gut. Aber das muss nicht für jeden so sein. Es kommen dann Kommentare, das ist nicht halal, das ist viel zu figurbetont, die Hose ist zu eng unter diesem Outfit. Manche denken eben, dass die Frau ganz bedeckt sein muss. Der Spagat zwischen dem, was darf, und dem, was muss, ist die schwierigste Übung für Ayşen. In Sachen Modernität würde ich mich im Mittelmaß ansiedeln, weil ich klassische, geistige und religiöse Werte wahren muss. Deswegen in der Mitte. Istanbul hat sich in den letzten Jahren zu einem Zentrum der Kreativen entwickelt. Die Reibung zwischen Tradition und Moderne ist ein steter Quell der Inspiration für Künstler. Und während Ayşen sich bemüht, die Tradition etwas moderner zu machen, wertet eine andere Modemacherin ihre Entwürfe mit traditionellen Einflüssen auf. In Beyoğlu steht heute ein weiteres Fotoshooting auf dem Programm. Inszeniert von dem Modelabel Zemzem.
Dahinter steht die Deutsch-Türkin Semra Acarlı. Als Kind türkischer Einwanderer in Deutschland ist sie am Bodensee aufgewachsen. Nach ihrem Studium wechselte sie nach Zürich, in die Wirtschaft. Vor 6 Jahren schmiss sie ihren Job und folgte ihrer Leidenschaft, Mode. Von Zürich nach Istanbul, der Kontrast hätte kaum größer sein können. Ich habe es für mich so definiert, dass ich Istanbul so fasziniert finde, weil es unberechenbar ist. Also Unberechenbarkeit hört sich jetzt erstmal negativ an, aber auf der anderen Seite ist da diese Spannung. Du weißt bis zum letzten Moment nicht, ob etwas funktioniert. Das heißt, du musst immer Plan B im Hinterkopf haben. Aber gleichzeitig, im Kehrschluss, hat mich das ruhiger gemacht. Und denke mir wirklich, wenn sich eine Tür schließt, dann öffnet sich die andere. Semra Acarlı kam voller Ideen und Illusionen nach Istanbul. Manche wurden erst mal enttäuscht. Ich bin nach 20 Jahren zum ersten Mal auch in Istanbul gewesen und habe mir erst mal die Zeit genommen, und auch diese Stadt so ein bisschen erfassen zu können. Da bin ich dann erst mal etwas erschrocken gewesen, weil ich dachte, es gibt hier ganz viel tolle Stoffe und viel Wertarbeit, Handarbeit. Aber das war nicht so. Und ich habe mir überlegt, meine Kollektion, die sollte schon was Besonderes sein. Und diese orientalische Handwerkskunst wollte ich einfach in meine Entwürfe mit einbauen. Nach monatelanger Suche ist Semra schließlich fündig geworden. Auf dem Kalpakçılarbaşı Caddesi, dem großen Bazar im Stadtteil Beyazıt. 4000 Geschäfte kämpfen hier um jeden Kunden. Darunter das Richtige zu finden ist mühsam, aber machbar. O Semra Hanım. Hoş geldiniz. Merhaba. Nasılsınız? Hoş geldiniz. İyiyim, teşekkür ederim. Çok iyiyim. Bir de biliyorsunuz bugünkü yani heyecanım kumaşım geldi. Siparişiniz vardı. Evet. Onu da biz getirdik. Meine Inspiration hole ich mir immer in den Läden. Die Gerüche und dann das Gespräch, die Geschichte mit dem Ladenbesitzer, der mir dann auch gleichzeitig Informationen gibt, woher dieser Stoff kommt. Da bin ich in meiner eigenen Welt, entwerfe ich in dem Laden. Mittendrin. Die Händler kennen das schon. Wenn Semra kommt, bleibt sie oft Stunden. Das gewisse Etwas bekommen ihre Accessoires allerdings erst später. Durch das Können türkischer Hausfrauen. Die magische Geräuschkulisse, die vielen Gesichter, der sensationelle Blick. Istanbul ist wie ein Märchen aus 1001 Nacht. Jede Perspektive ist überwältigend und überall stößt man auf einen Schriftzug. Turbo. Istanbuls ältester und bekanntester Sprayer hat so ziemlich jede Freifläche der Stadt mit seinen Graffitis verziert. Das Pera-Museum in der Nähe des Galata-Turms hat ihm eine Ausstellung gewidmet. Als Turbo in den 80er Jahren mit dem Sprayen anfing, war das noch illegal. Er ist nachts vermummt durch die Straßen geschlichen, immer in Panik, erwischt zu werden. Dass er heute im Museum ausgestellt wird, kann er selbst kaum fassen. Wenn mir jemand gesagt hätte, dass meine Bilder mal im Museum hängen oder ich eigene Ausstellungen eröffnen und zu Biennalen eingeladen werde, hätte ich das nicht geglaubt. Ich hätte darüber gelacht. Man macht das ja nicht in dem Bewusstsein, Kunst zu machen. Aber die Kuratoren meinten, dass ich einen eigenen Istanbul-Stil habe. Das ist offen gesagt etwas, das mich sehr stolz macht. Inzwischen bekommt Turbo sogar Werbeaufträge von der Stadt. Aber der Weg von der Straße ins Museum war lang und von vielen Widrigkeiten begleitet. Die Illegalität war nur eines der Probleme. Hinzu kam eine äußerst dürftige Materiallage. Das Komische war, dass man 1985 hier noch keine Sprühfarbe bekommen konnte.
Es war total schwierig, welche zu finden. Damals wurde nur weiß verkauft. Das gab es, um Küchengeräte, Waschmaschinen und so einen Kram anzusprühen. Wie jeder Graffiti-Künstler habe ich am Anfang nur meinen Namen geschrieben. Ich hatte da noch kein besonderes Konzept. Mittlerweile gibt es alle möglichen Farben in jeder Qualität. Außerdem ist der Graffiti-Künstler jetzt weltweit vernetzt. Wenn etwas fehlt, schickt es ihm ein Kollege aus Berlin, New York oder Bangkok. Wenn es nach Turbo ginge, würde er demnächst die weißen Fähren auf dem Bosporusbund ansprühen. Weiß ist eine Farbe, die ihn seit den 80er Jahren nervt. Die einzigen Bauwerke, die vor seiner Spraydose sicher sind, sind die Moscheen in Istanbul. Eine der schönsten ist die Sultan Ahmed Moschee am Goldenen Horn. Das imposanteste Wahrzeichen des Osmanischen Reichs war früher innen mit blauen Fliesen verziert. Das verschaffte ihr den Beinamen Blaue Moschee. Seit ihrer Fertigstellung im Jahr 1617 gilt sie als Vorlage für alle weiteren Moscheen, die später gebaut wurden. Bis auf eine, die Şahkeyn-Moschee im asiatischen Stadtteil Üsküdar. Eine türkisch-arabische Familie finanzierte das Projekt und vergab den Auftrag für das Design an Zeynep Fadıloğlu. Die Familie mochte den Stil der Innenarchitektin. Jetzt ist Zeynep Fadıloğlu die erste und einzige Frau in der Türkei, die eine Moschee gestaltet hat. Als ich den Auftrag für die Şahkeyn-Moschee bekommen habe, hatte ich eine Idee. Seit meiner Kindheit habe ich in den alten klassischen Moscheen, wie die Blaue Moschee oder unsere Sultan-Ahmed-Moschee, meine Zeit verbracht. Es sind so besondere Bauwerke, so wunderschön. Doch nach der Republikbildung vor 100 Jahren wurden nur noch billige und schlechte Kopien dieser Meisterwerke gebaut, ohne jegliches Design. Und so sind die meisten Moscheen hier in Istanbul. Das hat mich sehr traurig gemacht. Deswegen wollte ich den Auftrag haben. Die Gebetsnische als türkisfarbener Oval. Transparenz. Ein mit Glastropfen geschmückter Kronleuchter. Dass hier eine Frau am Werk war, ist nicht zu übersehen. Die Frauen bekamen in der Moschee nicht den Platz, der ihnen eigentlich zusteht. Man teilte ihnen primitive, gleichgültig gewählte, enge Plätze mit schlechtem Zugang zu. Ich habe vorher viele Moscheen besucht und das hat mich am meisten gestört. Deswegen sollten die Frauen dieses Mal den schönsten Platz bekommen, oben auf dem Balkon. Er ist abgeteilt, aber offen. Von dort sehen sie den Kronleuchter besonders gut. Und die ganze Moschee liegt ihnen zu Füßen. Der schönste Platz gehört den Frauen. Das war mir besonders wichtig. Als sie fertig war, kamen Menschen von überall her, auch aus Anatolien. Viele Frauen und ihre Kinder reisten mit Bussen an. Ich nehme an, sie haben einen Bericht im Fernsehen gesehen. Sie sind überall herumgelaufen, haben aus den Fenstern geguckt und sich alles genau angesehen. Erst danach haben sie oben gebetet. Das hat mich wirklich sehr berührt. Angeblich haben 2 bis 3 Millionen Einwohner Istanbuls noch nie den Bosporus gesehen. Sie wohnen zu weit weg und können sich die Fahrt nicht leisten. Modedesignerin Semra nimmt oftmals 1,5 Stunden Fahrt in Kauf, um allein nach Fatih zu kommen. Denn hier leben die Frauen,
die ihren Accessoires die besondere Note verpassen. Die Freundinnen treffen sich täglich in einer ihrer Wohnungen, um gemeinsam für Semra zu häkeln und zu sticken. Zu Beginn ist es so gewesen, ich musste auf jeden Fall Überzeugungsarbeit leisten. Das heißt, muss man sich vorstellen, da kommt eine moderne Frau aus Europa und will eine Kollektion, und zwar Tücher machen mit Handarbeit. Also die Frauen sind eher skeptisch gewesen. Schon ein Riesenfragezeichen, was will sie von uns? Und ich musste natürlich mit den Männern sprechen. Also das ist auch generell meine Einstellung, das sind andere Lebensarten. Viele der Familien in den Randbezirken Istanbuls kommen vom Land, oft sogar aus Ostanatolien. Sie sind hierher gezogen, damit die Männer Arbeit finden. Dass ausgerechnet ihre Frauen ins internationale Modegeschäft einsteigen, hätte sich wohl niemand träumen lassen. Am wenigsten die Frauen selbst, deren künstlerische Fähigkeiten vollkommen unterschätzt werden. Sie hat uns ihre Ideen vermittelt und was sie sich dabei gedacht hat und dass sie die Handarbeit der türkischen Frauen in Deutschland bekannt machen will. Das hat uns natürlich gefallen. Das ist viel spannender, als zu Hause zu sitzen und nur für die Mitgifttruhe zu häkeln. Mit den Sachen haben wir auch kein Geld verdient. Die sind ja nur für die eigene Aussteuer. Semra wusste aus ihrer Familie, dass die meisten türkischen Frauen erstklassige Handarbeiten fertigen können. Warum also nicht mehr daraus machen? Wertschätzung und gegenseitiger Respekt, auf diesen Grundpfeilern ruht die Zusammenarbeit zwischen den ungleichen Türkinnen. Sie behandelt uns nicht wie ihre Angestellten. Es gibt keine Hierarchie zwischen uns. Wir haben Respekt ihr gegenüber und sie hat Respekt vor uns. So ist das. Augenhöhe lautet das Zauberwort. Denn die türkische Hausfrau braucht keine Retterin. Das hat auch Semra sehr schnell begriffen. Diese Frauen haben schon Selbstbewusstsein gehabt. Das ist etwas, was ich gelernt habe, weil man denkt ja, zu Hause, Kinder, nur mit Haushalt beschäftigt. Aber letztendlich sind es die Frauen, die auch die Gehälter der Männer managen. Die Männer kommen und bekommen wöchentlich Taschengeld. Ich bin am Anfang natürlich auch mit Klischees und Vorstellungen so ein bisschen, ja, die Armen. Aber das ist wirklich nicht so. Eine echte Win-Win-Situation. Auf der İstiklal Caddesi, Istanbuls berühmtester Fußgängerzone, verbindet die historische Straßenbahn den Tünnelplatz am Galataturm mit dem berühmt-berüchtigten Taksimplatz, wo im Jahr 2013 die Proteste gegen den Abriss des Gezi-Parks stattfanden. Am Ende gab es 7 Tote und der Platz wurde zwangsgeräumt. Immerhin, der Gezi-Park fiel bislang keinem Einkaufszentrum zum Opfer. Auch Innenarchitektin Zeynep sieht die bauliche Stadtentwicklung mit Skepsis. Zu viel historischer Bestand wird durch langweilige Neubauten ersetzt. Das nimmt der Stadt die Atmosphäre. Sie beteiligt sich nur an Projekten, die optisch und inhaltlich zu Istanbul passen. Wie der Club 29. Seit seiner Gründung 1993 ist das elegante Restaurant zu einer Institution der Reichen und Schönen geworden. Nun soll es unter der künstlerischen Leitung von Zeynep und ihren Mitarbeitern umgebaut werden. Ich sage immer, wenn wir nicht das Heute in Istanbul widerspiegeln, dann wird jemand irgendwann sagen,
In dieser Epoche hat niemand gelebt. Es gibt nur die Kopien aus der Klassik oder europäische Kopien. Ich bin gegen eine schlechte Kopie, auch von der europäischen Moderne. Ich habe einen eigenen Stil etabliert. Eine eigene Sprache in der Kunst, im Design und in der Mode. Das erfordert Visionen und Durchsetzungsvermögen. Ich habe keine Probleme, meine Mitarbeiter anzuleiten, damit sie machen, was ich möchte. Ganz im Gegenteil, ich komme auch mit Männern sehr gut zurecht. Da gibt es keine Schwierigkeiten. In meinem Team gibt es Männer wie Frauen. Zeynep kämpft für eine moderne und trotzdem türkische Identität. Und die kann eigentlich nur in Istanbul ihren Anfang nehmen. Es wird eine moderne Türkei sein, in der jeder seine eigene Identität lebt, ohne sie dem anderen aufzuzwingen. Diese Türkei kann ich sehen, auch gerade weil sie schon so viele Kulturen kennt. Kulturelle Vielfalt, unterschiedliche Lebensläufe, all das will auch Semra mit ihrem Modelabel Zemzem unter einen Hut bringen. Eben noch bei den Hausfrauen, jetzt im hippen Fotoloft. Gegensätzlicher geht's kaum. Generell ist mir so ein Shooting sehr, sehr wichtig. Ich bin meistens 6 bis 8 Monate beschäftigt mit der ganzen, von A bis Z, die Herstellung, das Kaufen, das zu den Frauen, die Produktion. Und da bin ich schon sehr in dieser traditionellen Welt, also sehr chaotisch und sehr nervenaufreibend auch und sehr viel, wie soll ich sagen, sehr viel türkisch. Und dieses Shooting dann mit meinem Team, die Stylisten, Fotografen, Hair und Make-up, das finde ich dann auch wieder spannend. Und wir suchen uns meistens Locations, die modern eingerichtet sind. Das brauche ich, weil das ist auch ein Teil von mir, dass es luxuriös, glamorous wirkt, aber authentisch bleibt. Das Model hat Semra übrigens auch in Istanbul gecastet, direkt vor der Rolltreppe eines Einkaufszentrums. Eines dieser Themen ist das Kopftuchthema. Über die Jahre immer diese Diskussionsrunden, Medien, immer und immer wieder. Und ich wollte einfach mal einen positiven Aspekt daraus herausfiltern. Und nicht nur diese negativen Assoziationen. Das ist ein Teil nicht nur der Religion, und es sind viele, die das auch aus Überzeugung tragen. Und das Interessante ist ja, vor 5 Jahren, als ich angefangen habe, Accessories sind wirklich am Boomen gewesen, Schals. Und dann kam mir eben diese Idee, dieses Kopftuch. Der eine trägt es um den Kopf und der andere trägt es halt um den Hals. So what? In der nächsten Saison werden die Schals von Semra moderne Frauen in Zürich, Berlin oder London schmücken. Ganz gleich, ob sie das Geheimnis ihrer Herstellung kennen, die Brücke wurde geschlagen. Istanbul lässt niemanden wieder los. Wer hier lebt, möchte nie wieder weg. Wer hier zu Besuch war, wird von der Magie dieser Stadt eingefangen. Und während Semra sich in dem Chaos manchmal nach Ordnung sehnt, sehnt sich Turbo in seiner Ordnung manchmal zurück nach dem Chaos. Dann trifft er sich mit seinem alten Kumpel Mac und es geht raus aus der Gesellschaft und rein in die Anarchie. Endlich mal wieder sprayen wie in alten Zeiten. Ohne Auftrag, ohne Museum, ohne Zuschauer. Ernsthaft? In den Zeiten, wo wir illegal unterwegs waren, haben wir das so getimt, dass wir zwischen den Polizeikontrollen gearbeitet haben. Und damals hat jeder, wirklich jeder, sich aufgeregt. Das mussten keine Polizisten sein.
Jeder, der vorbeikam, hat uns angeschrien. Ich hol die Polizei, haut ab von hier. Wenn wir heute springen, nehmen die Leute davon gar keine Notiz. Oder sie sagen, das habt ihr toll gemacht, Jungs. Das sieht super aus. Inzwischen wird unsere Arbeit als Kunst wahrgenommen. Umso mehr Spaß macht es, mal wieder einfach so drauf los zu sprayen. Meine Muse und mein Bewusstsein sind Istanbul. Wo immer ich auch hingehe, ich nehme es mit meinem Istanbul-Geist wahr. Ich kann etwas sehen, was andere nicht wahrnehmen, weil ich es mit meiner Istanbul-Seele sehe. Der Istanbul-Geist, das ist Magie und Chaos, Sinnlichkeit und Überlebenskampf. Der Istanbul-Geist ist mächtig. Fährt er erst einmal ein, lässt er nie wieder los. Zum Glück. Jahrtausende alte Geschichte, ethnische Vielfalt, große Gastfreundschaft. Für all das steht die Türkei mit ihren Menschen. Wird es ihnen gelingen, Eigenheiten und Gegensätze der Regionen zu erhalten und verschiedenen Kulturen Raum zu lassen?